So, schön mit Kaido spazieren. Holger, der Hässliche, ist auch dabei. Der Schöne. Wir gehen hier längs, egal. Und nicht vergessen, heute 15 Uhr bei Mehmet zum Treffen. Döner essen, keine Fotos. Ja, das ist mir nochmal ganz wichtig. Macht da keine Scheiße. Benimmt euch da, als wenn ihr da normale Gäste wärt. Natürlich muss man wahrscheinlich ziemlich lange warten dann für einen Döner, aber macht nicht einen auf rumschreien oder belagern oder so. Einfach nur treffen und bei Mehmet einen Döner essen. Ich dachte, ich gehe mit Kaido spazieren. Naja, was soll ich sagen? Wenn ich shoppe online, dann shoppe ich richtig. So, wir sind jetzt oben in der Süd. Und es ist gemütliche Runde. Alle friedlich, Digga. Keiner geiert rum. Alle wollen Döner, Digga. Mehmet macht das Geschäft seines Lebens, so gefühlt. Es ist eine gemütliche Runde hier. Wirklich eine sehr, sehr gemütliche Runde. Kein Stress oder so. Alle stehen brav an. Und ja, es ist eine gute Schlange, Digga. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. So, wir sind jetzt hier nochmal spazieren. Oben in der Süd. Musst du das Ding abkleben? In der Öffentlichkeit? Das Ding da? Nein. Bitte abkleben einmal, sonst gibt's. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal spazieren, mal gerade essen. Ich sehe Kai gar nicht. Der ist da vorne irgendwo. Den habe ich mitgenommen, Digga. Der hat im Auto ein bisschen gechillt, hat ein Stückchen Fleisch bekommen. Und das war es dann aber auch. Ah, da ist er ja. Ja. Hier oben in der Süd jetzt hier am Spazieren. Meine alte Hut hier. Man kennt ihn. So, ich zeige euch mal, was ich mir geholt habe. Einmal das T-Shirt hier. Einmal das Ding hier. Dann das hier von Givenchy. Dann einmal das T-Shirt. Dann das Hemd hier. Dann nochmal Givenchy Pullover. In einem sehr geilen Blauton, wie ich finde. Dann nochmal das T-Shirt, habe ich zweimal bestellt, außersehen. Dann einmal das Hemd. Für Casino oder so. Dann das T-Shirt hier von Muhammad Ali, finde ich auch sehr nice. Dann nochmal das T-Shirt in Schwarz. Die kurze Hose, auch sehr nice. Das war's. Dann die Cap hier noch, aber die hat wieder so einen komischen Schnitt. Ja, und Carlo, was sagst du dazu? Ist in Ordnung? Ja, gut, alles klar. Dann habe ich mir noch ein paar Boxershorts bestellt. Versace Boxershorts, Ralph Lauren. Die sehen so aus. Boxershorts gehen immer. Hier nochmal welche. Zack, zack. 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 Und die hier. Und das Ding habe ich mir auch nochmal bestellt. Das habe ich aber schon. Aber das schenke ich René. Die finde ich richtig fresh, die Jacke. Ja, das ist die Ausbeute. Ist aber noch nicht, ich weiß gar nicht, ob das alles ist, was ich mir bestellt habe. Hab schon wieder vergessen. Kann auch sein, dass da noch ein bisschen was kommt. Aber ich muss sagen, wo ist die Boxershorts? Digga, die fühle ich hier mega. Die finde ich heftig, Digga. Wenn du die anhast, beim ersten Date, da wäre die Alte von alleine feucht. Nein, Spaß. Oder Kaido, wie siehst du das? Lecken, sagst du? Hilft? Okay, alles klar. Danke für den Tipp. Alles klar. So, wir sind jetzt hier nochmal in Rochwedel. Rochwedel ist das hier, ne? Ja, in Rochwedel. Ich vergesse das jedes Mal. Kaido ist dabei. Die Esel sind am Start. Die Esel haben Bock auf Gurke. Das Alpaka frisst auch mal. Wer hätte es gedacht? Oh, und jetzt spannen wir hier. Holger, wie viel hast du bezahlt? 50, 60. Holger hat nochmal für 50, 60 Euro. Ich habe ihm Geld gegeben. Er ist einkaufen gegangen. Holen wir mal schön ein paar Sachen. Und jetzt werde hier nochmal ein bisschen entspannt. Ja. So, jetzt sind wir hier nochmal bei den Herrschen, bei den Rehen. Die Gänse sind auch am Start. Das ist der Chef hier. Moin, moin. Jetzt gibt es nochmal ein paar Äpfel. Und ja, einfach ein bisschen entspannt, Digga. Die Kleinen ziehen hier runden. Das ist der Nachwuchs. Da hinten ist noch der andere Nachwuchs. Zeitweise, als wir die ersten Male hier waren, war der Nachwuchs ganz, ganz hinten. Und mittlerweile, es hört sich doof an, glaube ich, vertrauen die uns aber, weil sie uns kennen. Und der Nachwuchs darf auch hier ganz nach vorne mal. Ja, das, ja. Ja, ist gut. So, ich war nochmal bei meinem Lieblingsitaliener, im Mariso. Ich hab nochmal für die Jungs und für mich im Café
Spaghetti Bolognese mit extra Mais und extra Zwiebeln geholt. Jetzt geht's ab ins Café. So, noch mal in der alten Hut unterwegs mit meinem Nachbarn Stefan und seiner Hündin Abby. Ja, Abby, Mäuschen, auch eine Mopsdame. Und da vorne ist Kylo. Den sieht man aber fast wieder nicht, weil er so schwarz ist. Was ist Kylo? Hä? So ein Feini. Du spinnst. Du bist so ein Müdi. So ein Müdi, ja? Ja, was ist? Oh, wo ist dein Ochsenzimmer? Hier ist er doch. Na komm. Ja. Igitt, igitt. Kylo? Was hältst du denn davon, wenn Papa sich jetzt noch ein Nutella-Brot mit einem Glas Milch macht? Hast du auch Bock auf einen Schluck? Milch? Kylo? Ein Glas Milch, hä? Na komm. Oh. Ui. Na komm. Ja, ja. Jetzt tut er noch so. Da kommt safe gleich mit. Vertrau mir. Das ist ganz genau gewusst. Hallo.